Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und heute zu einem Film. Da tue ich mich wirklich, ich bin ganz ehrlich, tue mich wirklich schwer, heute diese Kritik zu machen, denn wir reden über Spider-Man No Way Home, ein Film, auf den gerade jeder gefühlt wartet. Und ich fand ihn leider nicht gut. Und ich weiß, dass jetzt viele wahrscheinlich schon sich so die Hand an den Kopf schlagen und sagen, oh Mann, geht das wieder los. Aber vielleicht hört ihr mir einfach erstmal zu und hört auch zu, was ich euch zu sagen habe. Denn ja, jeder hat seine Meinung und das hier, das ist meine. Als Mysterio meine Identität aufgedeckt hat, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Kannst du es vielleicht möglich machen, dass er es niemals getan hat? Strange, sprich diesen Zauber nicht aus. Das ist zu gefährlich. Na schön. Ich mach's nicht. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe sogar getweetet, dass ich aus dem Kino gekommen bin und wirklich gemerkt habe, dass ich regelrecht keine Lust habe, die Kritik zu machen, weil ich schon dachte so, oh Gott, das gibt wieder einen krassen Shitstorm in den Kommentaren. Denn mir war dann schon irgendwo bewusst, dass ich wahrscheinlich mit dieser Meinung sogar unter meinen Kollegen auch relativ alleine dastehe, denn das hier ist wieder eines dieser Mega-Happenings, auf das alle gewartet haben. Wenn man sich zum Beispiel mal die Zahlen der Trailer anguckt, die sind ja regelrecht explodiert und die Vorverkaufszahlen stellen gerade jeden Rekord ein, den es irgendwie gab. Das heißt, gefühlt will jeder auf der Welt diesen Film sehen und dementsprechend sind natürlich auch die Augen auf solche Kritiken wie diese hier gerichtet. Und dann komme ich und fand den nicht gut. Ah, das kann ja was werden. Aber vielleicht lasst ihr mich mal erklären, warum. Ich fange erstmal damit an, wie ich die ersten Spider-Mans fand. Ich habe sie hier schon, ihr seht's, Spider-Man 1 und 2, die liebe ich. Das sind wirklich großartige Filme von Sam Raimi gewesen. Der dritte, ne, die Geschichten kennt ihr alle. Der hatte zu viele Bösewichte, der hatte tonale Schwierigkeiten, aber man hatte vor allen Dingen gemerkt, dass sich damals das Studio eingemischt hatte und Sam Raimi seine Vision nicht umsetzen durfte. Danach kam Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield und ich muss sagen, ich bin nie so richtig warm geworden mit Andrew Garfield als Spider-Man. Und ich habe diese Reihe nicht so wirklich abnehmen können, dass sie jetzt wirklich noch einfach nochmal dasselbe machen, denn viele Alleinstellungsmerkmale hatte Amazing Spider-Man ehrlich gesagt nicht, außer ein paar Geschichten, die halt anders erzählt wurden, wie zum Beispiel mit Gwen Stacy statt Mary Jane und hast du nicht gesehen. So, und dann kam die Phase mit Tom Holland und ehrlich gesagt hatte ich dann schon so ein paar Probleme mit dieser Reihe, bevor sie überhaupt kam, denn ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, es gab damals ein großes Datenleak bei Sony Pictures, weit bevor Homecoming in die Kinos kam und in diesem Datenleak waren E-Mails mit dabei. E-Mails von Studio-Executives von Sony Pictures, die sich so hin und her geschrieben haben, was denn in ihren Filmen so drin sein soll. Unter anderem Homecoming. Und damit dieser Film jugendlicher wird und mehr Kids auf der Straße erreicht und besser vermarktbar wird, sollte dieser Film so richtig coole, frische Dinge haben, wie TikTok zum Beispiel oder so ein FaceTime-Call oder man sollte so WhatsApp-Nachrichten sehen und die Darsteller sollten sich in Memes unterhalten. Und damals habe ich zum ersten Mal so gedacht, aha, okay, also geht's hier weniger darum, einen neuen Spider-Man, einen coolen Film umzusetzen, sondern mehr darum, ein vermarktbares Produkt auf den Markt zu bringen, was möglichst viele Leute erreicht. Ich meine, ich verstehe das irgendwo, ne? Natürlich willst du mit deinem Werk so viele Leute wie möglich erreichen, aber diese Vermarktbarkeitsstrategien, die haben tatsächlich nicht viel damit zu tun, dass sich sowas deshalb verbreitet, weil es qualitativ hochwertig ist, sondern weil es in irgendwelchen Graphen sich einteilen lässt. Und das ist so eine Art von Filmemachen, das habe ich hier ja auch schon immer wieder gesagt, bin ich leider gar kein Fan von. Dementsprechend hatte ich keine große Freude mit Homecoming, wobei ich aber sagen muss, dass Homecoming auch andere Probleme hatte als diese Produkthaftigkeit, wenn ich es mal irgendwie so nennen kann. Ich fand dann Far From Home deutlich besser. Ich mochte Mysterio zum Beispiel. Ich fand auch irgendwie so diese Schülerreise, die sie da veranstaltet haben mit ihren Freunden. Das fand ich irgendwie sweet, diese Interaktion zwischen Peter und seinen Kumpels. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir bei No Way Home angelangt, dem dritten Teil, der nun aber leider wieder dahin zurückgeht, wo Homecoming schon gewesen ist. Nämlich in diesem Bereich, wo man wirklich das Gefühl bekommt, das hier ist ein Produkt, das produziert wurde, damit die Fans auf allen Ebenen befriedigt werden. Denn diese Filme, die müssen ja nun wirklich über eine Milliarde Dollar einspielen, um profitabel zu sein. Am besten auch am ersten Wochenende. Und damit das passiert, muss man den Fans, die dieses Geld in die Kassen spülen, soweit es geht in die Hände spielen. Und das macht No Way Home auf allen Ebenen. Und ich kann dadurch total verstehen, dass es ganz viele
viele Spider-Man-Fans auf dem Planeten gibt, die sagen, ja, da ist genau das drin, was ich immer haben wollte. Aber es fühlt sich tatsächlich für mich halt an wie Fanservice. Und zwar so ein Fanservice, der so ein bisschen so funktioniert, wie als wäre der Regisseur auf Reddit gegangen und hätte gesagt, so, ihr sagt jetzt mir mal alle eine Szene, die ihr schon immer mal in einem Spider-Man-Film haben wolltet oder die ihr schon mal woanders in einem anderen Spider-Man-Film gesehen habt. Und so wirkt dieser Film, so wie so ein Stückwerk aus Ideen, aus Momenten, wo Fans sagen werden, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich will mal gleich vorwegschieben, ich habe überhaupt kein Problem mit Fanservice oder mit Fans im Allgemeinen. Ich bin ja selber Fan. Ich liebe die Alien-Reihe zum Beispiel. Ich liebe die Terminator-Filme, obwohl es nicht einfach ist, Fan der Terminator-Filme zu sein, vor allen Dingen der späteren. Und na, ihr seht es hier, ich mag die Spider-Man-Filme zu weiten Teilen. Und ich habe bei Ghostbusters neulich ja auch schon mal gesagt, dass es durchaus funktionieren kann, wenn man Fanservice mit in diese Filme reinbringt, weil sich das dann eben so schön nostalgisch anfühlt. Aber es gab auch Stimmen, die genau das kritisiert haben. Es gab zum Beispiel eine Kritik von Red Letter Media, falls ihr die gesehen habt. Die haben sich genau darüber beschwert, dass Ghostbusters Legacy einfach nur noch mal dasselbe macht, viel zu wenig mutig ist und einfach viel zu sehr dem Fanservice entsprechen möchte. Und ich kann diese Ansicht verstehen. Ne? Auch wenn ich Ghostbusters Legacy mochte, verstehe ich, dass das in einigen Fällen manchen Leuten zu viel war. Und mir ist es hier zu viel. Und zwar nicht wegen dem Fanservice, sondern weil der Fanservice in diesem Fall Probleme anrichtet, die diesem Film echt schaden. Weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass die Story nicht entwickelt wurde, weil irgendein Drehbuchautor da saß und dachte, was erleben die Figuren jetzt als nächstes? Was könnte ein logischer nächster Schritt sein? Sondern weil man dachte, wie viele Momente bekommt man in diesen Film rein, wo die Fans sagen werden, yes, das ist es. Ich möchte über den Plot ehrlich gesagt gar nicht viel sagen. Und ich muss auch sagen, dass es echt nicht einfach ist, hier gar nicht zu verraten. Denn viele Probleme haben mit der Geschichte zu tun für mich. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, der in den Trailern schon verraten wird. Und über den kann ich nicht reden, ohne nicht milde zu spoilern. Das heißt, ab hier werde ich mal ganz kurz mildes, also wirklich ganz wenig spoilern, denn man hat das schon in den Trailern gesehen und es hat mit einer Fantheorie zu tun. Also wenn ihr da völlig unbehelligt reingehen wollt, unten ist ein Timecode, einfach zu dem rüber skippen. Es geht um die Frage, wie diese ganze Nummer überhaupt ausgelöst wurde. Und das hat man im Trailer ja schon gesehen. Die Identität von Spider-Man wurde verraten und jetzt erklärt sich Dr. Strange bereit, einen Zauber zu sprechen, der alle Menschen vergessen lässt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Die Sache ist, es macht irgendwie keinen Sinn, dass er das tut, weil schon im Trailer verraten wird, dass dieser Zauberspruch wahnsinnig gefährlich ist. Er wird sogar noch davor gewarnt. Und wir reden ja hier für Dr. Strange, dem Mann, der in Infinity War den Zeitstein nicht rausgeben wollte. Selbst als klar wurde, dass Thanos das halbe Universum einreißen würde, war Dr. Strange ein alter Sturkopf und hat ihn dann wirklich erst rausgegeben, als klar war, er muss ihn rausgeben, um die Zukunft zu retten. Dieser Typ, der wirklich regelkonform ist, sagt jetzt plötzlich aus dem Stand, ja, mache ich. Da haben die Leute natürlich gesagt, ja gut, das kann nicht sein. Da muss es irgendeine Theorie für geben. Und es gab tatsächlich eine Fantheorie. Die wildeste, die ich dazu gehört hatte, war, dass das hier gar nicht unser Dr. Strange ist, sondern das ist der Dr. Strange aus der What-If-Serie, die auf Disney Plus kam. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da gab es in einer Episode einen bösen Dr. Strange. Und jetzt wurde die Theorie geäußert, dass dieser Dr. Strange unseren Dr. Strange ersetzt habe. Denn sonst gäbe es ja keinen Grund, dass der Ja sagt zu diesem Ding. Und ich kann euch sagen, ich wäre ehrlich gesagt froh gewesen, wenn diese Theorie wahr gewesen wäre, denn die Wahrheit ist, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund dafür, dass Dr. Strange Ja sagt. Er sagt halt einfach, gut, mache ich, obwohl er gewarnt wurde und Spider-Man so cool. Das hat hoffentlich keine Konsequenzen und dann hat es natürlich krasse Konsequenzen. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Schon im ersten Moment habe ich gedacht so, hä? Was ist denn das für eine Entscheidung? Und immer wieder in diesem Film werden die Figuren, und zwar alle möglichen, werden Entscheidungen treffen, die so dämlich sind. Und was ich skurril fand, wie die dann geschrieben sind. Na, also Dr. Strange handelt nicht nur komplett gegen seine eigene inhärente Logik, sondern er sagt immer wieder auch, Peter, du bist schuld an der Misere. Und ich dachte so, nee, ihr seid beide absolute Trottel. Also keiner hat sich gedacht, dass das ein Risiko sein könnte. Und wirklich bis zum Finale werden solche Entscheidungen getroffen, die zum Teil wirklich hilariously dämlich sind, die ich nicht nachvollziehen konnte, weil die Figuren sich immer wieder selbst in
absurdeste Probleme hineinspielen. Und das passiert leider einzig und allein deshalb, weil diese Handlung, die ja aus purem Fanservice zum Teil besteht, irgendwie funktionieren muss, damit die irgendwie zusammenhält. Es gab dann später zum Beispiel Momente, die waren dann sehr emotional. Es gibt ein paar sehr emotionale Tiefschläge, aber die haben für mich nicht mehr funktioniert. Ich habe dann schon irgendwie vorher angefangen zu mauern, hatte ich das Gefühl, weil mich dann, wenn ich vorher nicht wirklich eine Verbindung zu den Figuren erhalten habe, dann erreichen mich auch diese Momente nicht mehr, wenn Figuren da sitzen und die laufen die Tränen hier runter und ich denke so, nee, das macht mit mir leider jetzt nichts mehr, weil ich am Anfang nicht wirklich abgeholt wurde. Und abgeholt wurde ich deshalb nicht, weil diese Figuren sich nicht wirklich wie Menschen verhalten, nicht wirklich entsprechend ihrer Charaktere, die schon mal eingeführt wurde. Das hier ist nicht Spider-Man, das ist wirklich wie ein Fünfjähriger, der gerade gelernt hat, wie man spricht und dann die ersten Entscheidungen treffen soll. Das ist jetzt natürlich sehr handlungsbezogen und hat viel damit zu tun, ihr werdet diesen Film mögen oder nicht mögen, je nachdem, wie sehr ihr diese Pillen schluckt, die der Film euch offeriert. Und ich kann die Leute verstehen, die sagen, ey, das ist genau das Richtige an Fanservice, den ich brauche. Und ich kann deswegen darüber hinwegsehen, was für Logikprobleme der Film hat. Ich wiederum sehe dahinter ja immer diesen Boardroom mit Leuten, die da sitzen und sagen, und jetzt muss noch das rein. Und dann brauchen wir, um diesen Graphen nach oben zu treiben, damit die Kinoverkaufskarten nach vorne gehen, müssen da 5 Bösewichte reinkommen. Und das ist eine Entscheidung, die ich nicht verstehe. Gerade nach Spider-Man 3, ein Film, der gezeigt hat, dass 3 Bösewichte mindestens 2 zu viel sind, hat man sich jetzt gedacht, okay, wir bewerfen die Leinwand regelrecht mit Bösewichten. Das verstehe ich nicht. Thanos hat doch gezeigt, dass es richtig cool ist, wenn man einen Bösewicht hat mit einer tollen Motivation, der zum Teil auch ein bisschen ambivalent ist, dem man abnimmt, dass er böse ist und der in seinem eigenen Verständnis wahrscheinlich der Good Guy ist. Und hier hast du jetzt 5 Bösewichte, von denen 2 völlig austauschbar sind. Der Lizard und der Sandman kommen zwar relativ gut rüber, aber sie sind wieder nur irgendwie so Beiwerk. Und ich dachte so, warum werden die immer so verschenkt? Das Spotlight geht den anderen großen Charakteren. Und ich muss sagen, 2 davon sind ein echter Lichtblick. Willem Dafoe spielt immer gut. Der Mann kann gar nicht ins Klo greifen und das macht er auch hier. Und ich hatte sofort Flashbacks an die ersten Spider-Man-Filme, wo Willem Dafoe mit dabei ist. Und dann Alfred Molina, ne? 2. Teil mit Dr. Octopus, auch der wieder großartig. Und allein diese beiden zu sehen auf der Leinwand, das sorgt so ein bisschen für Gänsehaut, muss ich sagen. Dennoch habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, so gerade wenn man Willem Dafoe auf der Leinwand sieht, dachte ich so, ey, wie viel besser Tobey Maguire im Zusammenspiel doch war mit Willem Dafoe. Im ersten Spider-Man und im zweiten Spider-Man hat er das richtig toll gemacht. Und ich finde, Tom Holland ist jetzt nicht der allerstärkste Schauspieler. Und gerade wenn man ihn neben Willem Dafoe sieht, merkt man dann doch den Unterschied zu Tobey Maguire. Das mag jetzt für einige Leute Geschmackssache sein, bei mir kam das nicht so ganz rüber. Wie gesagt, diese Riege an Bösewichten, die sorgt dann ganz schön für Probleme, weil sich auf keinen dieser Charaktere so richtig konzentriert wird, weil ich auch bis zum Schluss irgendwie dachte, wer ist denn jetzt eigentlich der große Antagonist? Sind das jetzt alle oder ne, das ist irgendwie, das ist so wischiwaschi und die Handlung wirkt dadurch wahnsinnig zerklüftet. Immer wieder passiert es, dass einige Figuren, ob es jetzt Doctor Strange ist oder der Lizard oder diese oder jene Figuren dann verschwinden für einen Großteil der Handlung, weil sie dann irgendwie gar nicht mehr gebraucht werden, in die Abstellkammer gestellt werden und wieder dann rausgezaubert werden, wenn es wieder Zeit ist, einen kurzen Monolog zu halten. Eine Sache möchte ich noch zu den Action-Szenen sagen. Die finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht, aber es passiert auch hier etwas, was ich üblicherweise als das Call of Duty-Problem bezeichne. In Call of Duty war es ja so, dass die am Anfang in den ersten Spielen immer mal 1, 2 große Momente eingebaut haben, wo man dann als Spieler dachte, wow, was hier gerade passiert. Und mittlerweile ist es bei Call of Duty so, dass alles aus großen Momenten besteht. Und dadurch aber keiner dieser Momente mehr wirklich besonders wirkt. Und auch innerhalb No Way Home, ne, wenn Blitze durcheinander geschossen werden und der Sandman so richtig freidreht, dann ist es schon spektakulär, aber keiner dieser Momente wirkt besonders, weil man entweder alles schon mal in vorherigen Filmen gesehen hat oder weil dieser Film keinen dieser Momente besonders inszeniert oder herausstellt. Und auch ein Problem hatte ich mit den Spezialeffekten. Es gibt einige CGI-Momente, die waren richtig mies. Da sieht man dann zum Beispiel, wie über den Charakteren so richtig so ein schwarzer Schimmer ist, weil die den Greenscreen nicht richtig rausgearbeitet bekommen haben. Und das darf bei einem Budget von 250 Millionen Dollar eigentlich nicht passieren, wenn du nicht gerade Red Notice heißt. So, ich denke mal, das ist ein ganz schöner Brocken, gerade für Spider-Man-Fans. Ich möchte nochmal sagen, ich kann total verstehen, wenn ihr ins Kino geht und sagt so, ist mir wurscht, ich will sehen, wie da meine Lieblingsbösewichte rumhängen und ich will einfach Spider-Man sehen. Und dann bekommt ihr genau das. Allerdings
das hier ist ja mein Kanal, das sind meine Kritiken und ich habe es nun mal so gesehen. Ich bin nicht ins Kino gegangen und habe gedacht, so, oh, hoffentlich sehe ich jetzt einen schlechten Film, damit ich den zerreißen kann, sondern ich hatte Hoffnung, dass das mich auch erreicht. Aber es hat es leider nicht. Ich finde, dass diese Tom Holland-Reihe, die macht mit mir leider überhaupt nichts. Und ich denke irgendwie so ein bisschen, das ist wirklich in vielen Teilen ein Marvel-Problem, wo es viel darum geht, einfach diese Filme zu füllen mit Momenten, die damit dafür sorgen, dass man sie in den Trailern gut verkaufen kann. Und diese Trailer verkaufen dann die Kinokarten. Und genau darum geht es hier, um massiven Profit. Und den erreicht man halt eben nicht mit Mitteln wie, ne, man hat es bei Dune schon gesehen. Dune hat vielen Leuten sehr gefallen, aber Dune hat nicht viel Geld eingespielt. Und da haben die Studios keinen Bock drauf, wenn sie so ein Investment in ihre Filme packen. Für mich ist es leider nicht viel mehr wert als 2 Sterne. Ich weiß, damit werde ich wahrscheinlich am unteren Ende der Skala sein, aber ich möchte meine Meinung hier sagen. Und was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand vorher, dass mir direkt der Gedanke kam, dass ich ein bisschen Sorge habe, diese Meinung auch so auszusprechen, weil es dann immer wieder zu Beleidigungen hier auch in den Kommentaren führt. Ich habe vorher mit Robert Hofmann darüber gesprochen, was ich ganz witzig fand. Der fand den nämlich gut und er hatte mir auch erzählt, dass er meinte, ey, ich bin richtig erleichtert, dass ich den gut fand. A, weil er den Film natürlich mochte und jeder will eine gute Filmerfahrung haben, aber auch, weil er meinte, dass er sich dann mit dem Backlash in den Kommentaren nicht auseinandersetzen muss. Und da dachte ich so, ey, eigentlich ist das ein Gedanke, den wir beide nicht haben sollten. Als Kritiker oder auch als Filmfan möchte man eigentlich nicht jedes Mal für seine Meinung kämpfen müssen und beleidigt werden. Und das passiert hier leider immer noch recht häufig. Ich finde, viele von euch sind super respektvoll, ne? Und wahrscheinlich die Leute, die ich jetzt mit so einer Ansage hier erreichen möchte, die haben entweder schon zum Ende zur Wertung geskippt und schreiben jetzt schon direkt, was ich für ein Arschloch bin, oder aber die hören mir eh nicht richtig zu. Aber ich würde euch so ein bisschen bitten, wenn ihr eure eigene Meinung habt, weil ihr den Film schon gesehen habt, dann schreibt doch einfach in die Kommentare, was ihr besser fandet. Vielleicht gibt es ja Punkte, wo ihr sagt, nee, sehe ich nicht so. Oder wenn ihr das genauso seht, seid mutig, schreibt auch gerne das in die Kommentare. Ich finde, dadurch entsteht ein Diskurs und dadurch entsteht so eine Vielzahl an Meinungen, die für so ein Gesamtbild eigentlich unabdingbar ist. So, das war es mit dieser Kritik. Ich bin gespannt, wie. Gott sei Dank gibt es keine Dislike-Buttons mehr. In den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich dann losgehen mit meiner besten Liste und den schlechtesten Filmen. Also beides werde ich euch zeigen, weil es ist Jahresabschluss. Und nächste Woche gibt es noch Matrix. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der wohl wird. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Tschüss.